Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen uns in diesem Video mit paneuropäischen Zerstörern beschäftigen, die jetzt nochmal ein bisschen final angepasst werden, poliert werden sozusagen, bevor sie für uns verfügbar werden auf den Live-Server, sodass wir sie dann im Vorabzugang bekommen können, respektive dann später auch erspielen mit wahrscheinlich dem nächsten Update danach, also mit 0.9.3 dann. Dann werden russische Kreuzer verändert, da gibt es ja demnächst den Split und da werden die Werte auch ein bisschen angepasst, sodass sie überhaupt Live-Server tauglich sind. Dann geht es weiter mit deutschen Schiffen, da gibt es auch Veränderungen bei Aegir und bei Odin. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Maso, das ist der französische T-10 Zerstörer, der demnächst für Kohle in die Waffenkammer kommt. Wir wollen erstmal auf die Stufe 1 schauen bei den Paneuropäern, das ist der Kreuzer Greif, da wird die Hauptbatterie Nachladezeit um 1,1 Sekunden reduziert auf 3,4 Sekunden final und dann haben wir einen HE-Granatenschaden von 425 statt 850. Stufe 2 schwimmt hier im Hafen rum, der europäische Zerstörer Tatra, da werden die Torpedoparameter geändert. Wir haben eigentlich 5100 Alpha Damage, jetzt sind es dann noch 4200 und die Wahrscheinlichkeit, einen Wassereinbruch zu verursachen, sinkt. Das ist wohlgemerkt der Alpha-Wert von 79 auf 63%. Das hängt ja dann noch von viel mehr Faktoren ab, wie euer Schiff, wo wird euer Schiff getroffen, wie seid ihr geskillt, wie ist der Zerstörer geskillt und so weiter. Die Formel ist recht komplex, ob ein Wassereinbruch generiert wird und ist bei anderen Nationen auch viel, viel höher als 63%. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr jetzt nicht sagt, oh, jeder zweite Torpedo wird jetzt einen Wassereinbruch verursachen. So ist dem nicht. Das ist halt ein Mechanikwert, ne? Muss man so sehen, der wird in vielerlei Formeln noch mit umgerechnet, eingerechnet und so weiter. Außerdem wird hier die Hauptbatterie reduziert, die Nachladezeit, nämlich um eine halbe Sekunde auf 4,5 Sekunden. Weiter geht es dann mit der Romulus Stufe 3. Da werden die erforschbaren Hauptgeschütze geändert. Da wird die Nachladezeit nämlich von 5,5 auf 6,5 Sekunden erhöht und wir haben einen HE-Granatenschaden, der reduziert wird von 1700 auf 1600. Auch die Brandwahrscheinlichkeit wird verändert, nämlich auf 7% reduziert. Und jetzt geht's eigentlich weiter. Der DD kriegt ordentlich einen auf den Deckel, kann man sagen. Der maximale Torpedoschaden wird wie bei der Stufe 2 sein, nämlich 4200 statt früher 5100. Außerdem wird auch hier die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit auf 63% gesenkt. Nachdem wir jetzt schon Stufe 3 durch haben, sind wir jetzt bei Stufe 4 gelandet. Class Horn, da gibt es auch weitere Nerfs, kann man sagen. Die Nachladezeit der Hauptbatterie von 6,1 auf 7,5 Sekunden erhöht. Auch hier der Alpha-Damage reduziert auf 1600. Der HE-Geschossschaden wird ebenfalls bei der Wahrscheinlichkeit, Brände zu verursachen, reduziert, nämlich auf 7%. Und hier sind dann die besseren Torpedos dabei. Jetzt waren mal 7533 Alpha Damage, jetzt sind es dann 6200. Die Torpedogeschwindigkeit wird reduziert auf 60 Knoten und die Nachladezeit, das ist dann wieder der Buff bei der ganzen Geschichte, wird beschleunigt, also quasi auf 55 Sekunden, etwa mal 59 Sekunden. Ich bin mal gespannt, also sie haben jetzt ja wirklich noch viele Werte geändert. T2, 3 und 4 werden wir ja nicht erhalten können in diesem Vorabzugang mit dem Update 0.9.2. Das heißt, da können auch noch weitere Änderungen stattfinden. Vielleicht ist jetzt hier so ein Mittelwert oder ein ganz schlechter Wert und dann wird nachher nochmal vermittelt von den Werten, die jetzt sind, beziehungsweise die dann jetzt in Zukunft sein werden, dass man da halt in der Mitte nochmal einen Wert sucht. So funktioniert Testen. Also es kann durchaus sein, dass es da demnächst nochmal ein paar Buffs oder nochmal Veränderungen gibt bei der Stufe 1 bis Stufe 4. Aber Stufe 5, da fängt ja der Vorabzugang an. Das werden jetzt da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Das ist hier Work in Progress, ja, aber ich vermute, dass die Stufe 5 Werte, die wir jetzt gleich für euch haben, dann die finalen Werte sein werden, wie die Zerstörer ja mit dem Vorabzugang eben zu bekommen sind. Da wollen wir jetzt mal wechseln. Und zwar auf die Wispy haben wir eine Nachladezeit der Hauptbatterie von 7 auf 7,5 Sekunden erhöht, also Nerf. Auch der HE-Granatenschaden wird auf 1600 reduziert, die Brandwahrscheinlichkeit auf 7% reduziert. Und auch hier werden die Torpedoparameter angepasst. Die Nachladezeit wird verbessert von 59 auf 55 Sekunden. Also ihr habt schneller die Torpedos wieder ready. Aber sie machen nur ein Alpha-Damage von 6200. Das waren früher mal 7533. Anscheinend hat der Zerstörer auch hier ein bisschen in den Werten overperformed. Und wir haben hier insgesamt 6 Stück. Das sieht man ja hier in der Mitte, ne? Weiter geht's dann mit der Stufe 6, die Vesteres. So würde ich das einfach mal ausdrücken. Die Nachladezeit der Hauptgeschütze wird auch hier
verlangsamt, nämlich auf 7,5 Sekunden. Granatenschaden und die Brandwahrscheinlichkeit ist auch ident mit der Stufe 5. Also 1600 Alpha Damage und 7% ist die neue Brandwahrscheinlichkeit. Bevor wir jetzt zu anderen Nationen kommen, schauen wir uns nochmal die Ölan an. Die bin ich auch ein bisschen häufiger gefahren, deswegen ist die hier so ein bisschen vorbereitet. Schön kompakter Zerstörer und hat auch schon so ein bisschen die Form von dem T9 und T10 Zerstörer, wie ich persönlich finde. Und hier gibt's einen Buff. Und zwar die Einsatzzeit der Reparaturmannschaft wird um 4 Sekunden verlängert. Wir haben ja eigentlich hier diese 10 Sekunden. In Zukunft werden es 14 Sekunden sein. Und dann 169 Trefferpunkte je Sekunde wiederherstellen. Und auch die Nachladezeit der Hauptbatterie wird beschleunigt. Ich habe es jetzt hier geskillt, deswegen sind die Werte nicht ganz ident. Ja, aber ursprünglich ist die Nachladezeit hier 2,6 Sekunden gewesen. Ich hatte sie hier runtergeskillt auf 2,5. In Zukunft wird sie 2,5 sein, also können wir dann sogar 2,4 erreichen. Ist natürlich in diesem Zehntelsekundenbereich, aber nichtsdestotrotz, am Ende wirkt sich ja alles über die mittlere Anzahl der Gefechte und so weiter, wirkt sich ja alles irgendwo aus. Und deswegen haben sie hier sich entschlossen, die Ölan ein bisschen zu buffen, nachdem sie die ganzen anderen Stufen so ein bisschen schwächer gemacht haben. Und dann schauen wir uns den französischen Zerstörer Maso an. Der ist hier wichtig, auch schon gebufft. Da sind hier Module drin und so was alles. Das heißt, der Wert, der jetzt hier steht mit 3,5 Sekunden Ladezeit, ist der Wert, den man vorher erreicht hat mit den alten Werten, wenn man geskillt hat. In Zukunft wird es so sein, dass die Nachladezeit der Hauptbatterie von 4 auf 3,5 Sekunden Stock gesenkt wird. Das heißt, ihr könnt hier wieder Ladezeiten von um die 3 Sekunden erreichen. Ich finde, das ist eine coole Verbesserung, gerade wo sie sich jetzt so eigentlich so ein bisschen genervt haben mit dem Schussbogen. Das ist ja doch relativ anstrengend bei der Maso. Deswegen ist zumindest die Ladezeit dann eine positive Änderung bei diesem Schiff. Und dann kommen wir zu den beiden deutschen Änderungen, die wir bei dem Ausblick hier behandeln wollen. Und zwar werden die AP-Geschosse, und zwar einmal hier für die Odin und einmal hier für die Aegir, die ja weil die gleichen Geschütztürme haben, nämlich die 305mm Kanonen, verändert. Und zwar gab es da bis jetzt eine Zündverzögerung von 0,1 Sekunde, nachdem die Mindestdicke an Panzerung penetriert wurde, ausgelöst. In Zukunft wird die Zündverzögerung nicht mehr 0,01 Sekunde sein, sondern 0,033 Sekunden. Das ist dann nämlich dann der Standard-Zündverzögerer für Schlachtschiffgranaten. Wir haben hier zwar das kleine Kaliber, aber wir bekommen eigentlich ein bisschen was Besseres. Es kommt drauf an, ne? Wenn wir Ziele beschießen, die leicht gepanzert sind, ist eine Zündverzögerung von 0,01 Sekunde eigentlich besser, weil die Granate schneller explodiert, wenn die Panzerung ausgereicht hat, um den Zündverzögerer scharf zu machen. Mit 0,033 Sekunden sind wir jetzt eigentlich besser geeignet, mit AP Schlachtschiffe zu beschießen, also oder stärker gepanzerte Kreuzer. Gut, und jetzt schauen wir uns dann noch russische Kreuzer an, die nämlich wie folgt geändert werden. Also Alexander Nevsky, Stufe 10, bekommt den Torpedoschutz von 31% auf 19% reduziert. Die Aufbauten sind nicht mehr 16mm dick, sondern nur noch 13. Und auch der Panzergürtel im oberen Bereich beträgt nicht mehr 30mm, sondern nur noch 25mm. Die Erkennbarkeit des Schiffes wird auch ordentlich genervt. Die bekommt nämlich 16,32 Kilometer Erkennbarkeit von anderen. Also andere Schiffe können sie auf 16,32 Kilometer aufklären. Das ist ein richtig krasser Wert, also richtig weit zu sehen. Und dann wird natürlich die Langstreckenflugabwehr, das ist der einzige Buff bei der ganzen Geschichte, deutlich erhöht. Ursprünglich ist die Langstreckenflugabwehr bei 5,8 Kilometer gewesen, das wären jetzt 6,9. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass eben die ganzen Erkennbarkeitsbereiche verändert werden. Also ihr seid jetzt eben zu Wasser weiter sichtbar, ihr werdet auch aus der Luft weiter sichtbar sein. Und wenn ihr im Nebel steht und schießt und all so eine ganzen Geschichten, die ganzen Sachen spielen alle eine Rolle, würde ich sagen. Und so wird eben dann der neue T10-Kreuzer des bestehenden Baums sozusagen sein. Er wird ja, soweit ich weiß, wird die Alexander Nevsky ja die Moskwa quasi ersetzen und die Moskwa wird dann ein Premium oder ein Spezialkreuzer der sowjetischen Marine werden.
Weiter geht's dann mit den vermeintlich schweren Kreuzern der sowjetischen Marine, die Tallinn Stufe 8. Da wird die Einsatzzeit des Überwachungsradars und Achtung, haltet euch fest, nicht gebufft, sondern genervt. Die hatte nämlich mal 20 Sekunden und das Überwachungsradar bekommt jetzt nur noch 10 Sekunden, die Hälfte weg. Wow, das ist mal ein Buff für Zerstörer, würde ich sagen. Die Erkennbarkeitsweite des Schiffes wird auch hier erhöht von 12,24 auf neuer Wert 14,04. Und auch die anderen Bereiche, wo man entdeckbar ist, also Luft und so weiter, werden eben auch dementsprechend erhöht. Rieger ist dann Stufe 9 bei den sowjetischen schweren Kreuzern. Auch hier wird das Überwachungsradar genervt auf 10 Sekunden runter. Die Sichtbarkeit zu Wasser wird hier nur um 200 Meter erhöht auf 14,24 Kilometer. Die ganzen anderen Erkennbarkeitsbereiche werden natürlich alle einheitlich auch erhöht, so dass sie anteilig dann dementsprechend sind. Und die Anfangsgeschwindigkeit, also die Mündungsgeschwindigkeit der Granaten, wird gesenkt von 985 auf 965 Meter pro Sekunde. Und der Alpha-Damage der AP-Granaten wird um 50 Punkte gesenkt auf 6200. D10, Petropavlovsk, da gibt es auch eine Änderung und zwar einmal wird auch hier das Überwachungsradar von 20 auf 10 Sekunden reduziert und dann gibt es eine interessante Neuigkeit, die Hauptbatterietürme, die wir vorne und hinten sehen, die können jetzt um 360 Grad drehen. Im Ausgleich dazu wird die Turmdrehgeschwindigkeit allerdings von 5,5 Grad pro Sekunde auf 4,7 Grad pro Sekunde gesenkt, das heißt, sie drehen einfach langsamer. Und nun schauen wir uns die Oshakov an, einen T-8 Premium-Kreuzer der sowjetischen Marine, die dann wahrscheinlich im Zuge der Events da mit ins Spiel kommen werden. Hier wird das Überwachungsradar reduziert von der Reichweite nur, nämlich von 12 auf 10 Kilometer. Pyotr Bagration, Stufe 8 Premium-Kreuzer der sowjetischen Marine, wahrscheinlich auch einer, der während der Events, wenn die russischen Kreuzer gesplittet werden, ins Spiel kommen könnten. Ja, auch da gibt es eine Veränderung beim Torpedoschutz von 37% minus 21% auf gesamt 16. Also auch ein ordentlicher Nerf, auch wenn es jetzt nur ein einzelner Wert erstmal ist. Prinzipiell super interessant, dass sie die russischen Kreuzer schon vor dem Live-Server-Test quasi richtig eindampfen, kann man sagen. Entweder hat die Community ordentlich nachgeholfen oder sie haben es halt eingesehen und die Werte vielleicht auch ein bisschen zu früh rausgeben, war ja pressemäßig vielleicht auch nicht ganz optimal. Aber gut, allgemein die Änderung finde ich soweit weitestgehend nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auf die Änderung bei der Odin und der Aegir, ob das zu besseren Schadenswerten führen wird. Bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht, die ganzen Änderungen nachzuvollziehen, hilft euch vielleicht weiter, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob euch die Schiffe interessieren oder eben auch nicht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo drücken, Glocke drücken, empfehlt uns gerne weiter. Ihr könnt auch wieder in den Livestreams dabei sein, wenn wir diese Schiffe dann irgendwann testen werden, bei YouTube und Twitch und Facebook, jeweils Dienstags und Samstag um 20.15 Uhr. Also, herzliche Einladung von meiner Seite und das war's schon von uns. Ich sage danke für eure Zeit. Euer Seagrouts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.